Freunde des Paranormalen, ich habe wieder eine neue mysterische Sache für euch, die ich euch unbedingt preisgeben muss, weil das fordert hier keiner längere Aufschub. Will ich euch noch eine wichtige Mitteilung geben, weil YouTube hat uns gesperrt, dass wir live streamen können. Ich weiß nicht den genauen Grund, es hat wahrscheinlich mit dem Silvester-Stream, den 11-Stunden-Stream zu tun. Und derzeit können wir nicht mehr live streamen über YouTube. Ich bin mit dem Support noch dran, weil ich habe keine Mitteilungen bekommen oder Nachricht bekommen, wie lang die Sperrung ist und aus welchem Grund die eigentlich ist. Und darum merkt euch schon mal bitte, ich blende jetzt hier den Twitch-Kanal von uns ein. Und Livestreams werden wir ja wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal nur auf Twitch machen können. Darum, wenn ihr einen Twitch-Account habt, der ist kostenlos. Ihr könnt auch kostenlos dazu gucken. Und da werden dann unsere Livestreams erstmal gestreamt, bis sich das Ganze geklärt hat. Und es liegt wirklich nicht an uns, weil wir halt von YouTube aus diese Sperrung erhalten haben. Wir haben keine Urheberrechtsprobleme. Wir haben auch keine Content Strikes. Ist alles im grünen Bereich bei uns. Wir sind offizieller Partner. Ich hoffe, dass sich das bald klären wird. Linkt euch schon mal den Twitch-Account und die YouTube-Fans müssen dann leider warten, bis wir das Video von Twitch runterladen und auf YouTube hochladen können. Da wird es wahrscheinlich jetzt erstmal keine Livestreams geben für 90 Tage. Und zwar geht es um die Kolja-Bohrung, die durchgeführt wurde. Und zwar wurde sie auf der Kolja-Halbinsel, hier ist Finnland, der Teil gehört zu Russland, wurde sie hier durchgeführt. Und die Russen wollten damit 1967, am 24. Mai 1970, Bohrung beginnen und das tiefste Loch der Welt bohren. Das ist der Turm, wo die Bohrung, wo der Bohrer drin stand, der in die Erde ging. Und sie wollten damit die tiefste Bohrung der Welt machen, was sie auch geschafft haben, um dabei Gesteinsproben aus der Erde zu holen. Und dabei kamen interessante Sachen ans Tageslicht. Und zwar sind sie da auf Mondgestein und Gold gekommen, wo sie eigentlich keins vermutet haben. Und zwar haben sie dabei gerechnet, dass sie dass in einer Tiefe von 3000 Meter sich das um 2,5 Grad Celsius pro 100 Meter erhöht, die Hitze, weil desto näher man an den Erdkern kommt, desto wärmer wird's. Und das wurde auch weit über den Erwartungen. In einer Tiefe von 12 Kilometer wurde bereits eine Temperatur von 205 Grad Celsius erreicht, was weit über den Erwartungen lag. Und ab 12 Kilometer Tiefe ist auch hier sind noch ein paar Bilder dazu, ist auch der Bohrer durchgedreht, ja, dass er praktisch im Leerlauf drehte. Also es passiert, wenn man auf einen Hohlraum trifft, wo der Bohrer halt nicht weiter durchs Erdgestein bohrt, dreht er halt durch, weil du bist in einen leeren Raum reingekommen. Was die Wissenschaftler auch sehr komisch fanden. Dann haben sie ein Mikrofon dran gemacht, das feuerfest ist, also sehr hohe Temperaturen aushalten kann. Haben dieses Mikrofon in die Bohrung abgelassen, um zu gucken, ob vielleicht irgendwelche Erdbewegungen darauf, das ist der Bohrer übrigens, darauf zu hören sind. Das Mikrofonmaterial abgehört haben, haben sie erschreckende Aufnahmen gehört, und zwar kann ich die euch mal zeigen. Und ich weiß ja nicht, was ihr erwartet. Also man erwartet vielleicht irgendwelche Gesteinsverschiebungen, so Quietschen oder so, dass sich die Erdplatten oder Gesteine irgendwie bewegt. Und jetzt hört mal genau diese Aufnahme an. Yeah.
Freunde, das sind die Originalaufnahmen, die bei der Koller Bohrung aus diesem Mikrofon aufgenommen wurden, was sie dann abgehört haben, wo sie es wieder hochgeholt haben. Und das ist wirklich sehr erschreckend. Es hört sich ja eher an, als wenn da irgendwie viele Menschen schreien, Schmerzen haben, um Hilfe schreien. Und zwar waren die Wissenschaftler da auch überfragt und der wissenschaftliche Leiter dieser Bohrung war ein hoher Wissenschaftler, der nicht an Gott oder so geglaubt hat. Und er hat dann zugegeben, nach Anhören dieser Aufnahmen, dass er an Gott glaubt und an die Hölle, weil diese Aufnahmen, also die haben echt mit allem gerechnet, nur nicht mit solchen Aufnahmen. Und es ist wirklich sehr erstaunlich. Also ihr habt es ja eben auch gehört. Was denkt ihr denn? Haben die in Russland die Hölle angebohrt? Was sind das für komische Aufnahmen? Welche logische Erklärung könnte es dafür geben, dass in dieser Tiefe solche Aufnahmen gemacht wurden? Also es ist wirklich sehr mysteriös, finde ich. Und ja, sagt mir doch mal, was ihr dazu denkt. Und wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like und abonniert. Und unten in den Kommentaren könnt ihr ja mal schreiben, was ihr dazu denkt.